Hey, Kleiner, was machst du da? Spunker-Paket. Spunker-Paket in der Garage. Spunker-Paket in der Garage. Orale, ganz normal in der Mahalle. Spunker-Paket in der Garage. Viele Brackers weg, ganz normal in der Mahalle. Fischerei. Baba, glaub mir, eines Tages schaff ich es dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause. Ich leb jetzt meine Traum, ich geb nicht auf. Ich tu alles für euch bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Wir haben ja gestern schon auf den Remix von mir reagiert, beziehungsweise der Sucuk Feinschmecker. Bruder, richtig geil. Der das gemacht hat, ich küsse dein Auge, Bruder. Der Bre, der hat auf jeden Fall gestern einen Remix gemacht von der Szene, wo ich den hier gemacht hatte. Da boah, erinnert ihr euch wahrscheinlich her, ne? Drauf. Legende. Nur OGs wissen. Und der Bruder hat jetzt einen Remix gemacht aus Biggie featuring Bizet. Ich hab doch gesagt, Biggie. Wir gehen Gold, Habibi. Wir werden diesen Song machen, ob du willst oder nicht. Ich bin Manager, ich nehme 70%. Oh, haben wir da Räume. Nee, in der Deutschrap-Szene ist eh nicht anders. Ja, okay, let's go. Wir gucken uns das an. Hassan? Ey, die hören nichts! Nein! Oh, nee! Oh, du musst jetzt von vorne, Mann, ja. Oh, Junge. Ihr habt voll egal, was ja, verpasst. Ey. Ihr habt richtig was verpasst. Referee! Ihr habt richtig again, was again. Verpasst. Again. Jetzt seid richtig gespannt, pass auf. Hassan! Tag. Hassan, woo. Ich renn weg, weil ich Angst habe. Hassan, ich hab seine Zukunft beleidigt. Walla, todgeil, Bruder, ja? Ich hab seine Vergangenheit beleidigt, ich hab seine Zukunft beleidigt, ich hab seine Haustiere beleidigt. Hassan. Alles! Ey. Ja, das Ende war geil. Das ey. Ende hat mir richtig Emotionen gegeben. Bruder, Endorphine. Das Ende hat mir richtig Adrenalin gegeben. Ey, Bro, der das gemacht hat, lasst Liebe bei dem. Ja, der ist der Sucuk Feinschmecker. Ja. Das ist sein zweites Video. Ja. Bruder, richtig, richtig geil. Ich will mir noch das andere angucken. Ja, sofort. Geht alle bitte in die Kommentare von dem Bruder. Spamt voll, erneut veröffentlichen, teilt das Video, ja, liked das Video. Liebe. Das ist ein Meisterwerk. Das ja? habe ich gestern auf For You-Page gesehen, bei, ja. Also weil du das hochgeladen hast, aber jetzt noch nicht so, das ist, so bis also, Ende gehört. Das ist ein lyrisches Meisterwerk. Okay. Purer Ohrwurm. Kollege kann einpacken. Okay, okay, ganz okay. Offen und ehrlich. Also lyrisch top. Ja, ja, safe. Okay, okay. So. Ja. 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 So geht's los. Was jetzt? Oh, erzähl! Ja. Uff. Was jetzt? Oh. Was jetzt? Was jetzt? Ja. Was jetzt? Ja. Was jetzt? Nein! Was? 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 Jetzt? Was? Jetzt? Nein! Aha, Ende. Was? Jetzt? Wow, geil, Bruder! Mehr davon, mein Bruder. Walla, lasst Liebe da. Lasst ganz viel Liebe da, ja, bei dem Bruder. So was feier ich, so ein Content, weißt ja, du? Ja, so. Macht gerne mehr davon. Wir supporten auch alles mit Herz, Bruder. Wir gucken uns das auch gerne an. Wie gesagt, Sucuk Feinschmecker, lasst Liebe da. Guck mal, was der in die Beschreibung schreibt. Bei 10k verlose ich B-Zeit seine gebrauchten Socken. Also, Bruder, glaub mir, wenn der seine Schuhe auszieht, Bruder, FFP2-Maske, dieser Geruch geht trotzdem durch, Bruder. Glaub mir. Was für FFP2-Maske? Du brauchst ganz Körperanzug. Du brauchst diese Weltraumanzug. Diese Darth Vader. Ich sag doch, glaub Weltraumanzug. Mir, Bruder. Der, Bruder, seine Socken, die stinken, Bruder. Wenn du die in Tschernobyl reintun würdest, da wo diese nukleare Dingens ist, da, du könntest da nichts mehr einpflanzen auf diese Erde. Toter Boden. Tote Der Erde. Der Boden wäre tot für immer, Bruder. Verbrannte Erde. So, als nächstes
kommen wir zu der Vito-Semi-Geschichte. Also der Vito hat gestern einen TikTok veröffentlicht. Ja. Und das schauen wir uns mal an. So, Cousin, was geht ab, Alter? Alhamdulillah, bei dir? Oh, nein, bei mir geht's. Ich bin ein bisschen krank. Ich hatte Schüttelfrost die ganze Zeit gehabt, Cousin. Ah, okay. Weil er so klein ist, Motto D, ne? Aber warte, ich hab das jetzt nicht verstanden, Bruder. Woher ist dieser Clip, der von Sammy jetzt? Von wo das hier jetzt kommt, weiß ich nicht. Okay, aber mach mal nochmal, weil ich will mir das auch einmal genauer angucken. Was geht ab, Alter? Alhamdulillah, bei dir? Oh, nein, bei mir geht's. Ich bin ein bisschen krank. Ich hatte Schüttelfrost die ganze Zeit gehabt, Cousin. Okay, ist witzig, Bruder. Ich finde von beiden. Also erstmal muss ich sagen, finde ich witzig, wie also dieses Schüttelfrost ist lustig so, aber auch dann Vitos Antwort finde ich auch angemessen. Witzig, auch jetzt nicht schlimm oder oh, so. Oh, sorry, Bro. Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Das ist cool, Bruder. Aber ist angemessen. Ist angemessen. Ist süß, witzig, so sportlich. So, als nächstes habe ich jetzt hier gerade gesehen, Sammy über Vitos TikTok. Er hat sich dazu geäußert. Schauen wir uns das mal an. So, TikTok habe ich schon gesehen, Bruder. Das Cousin, ich küsse sein Herz so. Jetzt Icon ist vorbei, der braucht wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Auch Kinderarbeit in Bangladesch wird nicht so gut bezahlt. Ich kann es alles... Bruder, ich verstehe das ja. Guck mal, ich schieße auch die ganze Zeit. Ist doch normal. Okay, das ist scheiße, Bruder. Ja, das finde ich hart. Wallah, Kinderarbeit Sammy, in Bangladesch ist hart. Abgesehen davon hat doch Vito gar nichts mit Bangladesch am Hut, Bruder. Er wollte ihm einfach noch einen reindrücken. Das ist cool, Bruder. Vito, TikTok habe ich schon gesehen, Bruder. Das Cousin... Ich küsse sein Herz so. Jetzt Icon ist vorbei, der braucht wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Auch Kinderarbeit in Bangladesch wird nicht so gut bezahlt. Ich kann es alles... Bruder, ich verstehe das ja. Guck mal, ich schieße auch die ganze Zeit. Ist doch normal, dass er auch zurückschießt. Verstehst du mein... Digga! Erst gibt er einen Front und dann... Ja, aber das ist auch mein Bruder. Erst mal, der schießt mal! Digga, Junge, oder? Auch die ganze Zeit. Ist doch normal, dass er auch zurückschießt. So. Verstehst du, mein wunderschöner Bruder? Auf jeden Fall. Ist doch auch aber normal. Cool, dass er das sagt. Ist doch normal gesehen. Was macht der? Feuer. Ich finde es auch sportlich. Weil, guck mal, ich schieß, Bruder, natürlich darf er auch zurückschießen. Gesehen. Du hast nicht. Ah, ist auch stark. So langweilig. Ey, war das mein Spiel? Hat der sich da gerade ein Bierchen geöffnet? Ein Köpi? Scheiße. Lass du auch ein Köpi trinken. Was geht denn da, Baller? Frankfurt, Alter! Was ist los, Bruder? Kein Snooze mehr jetzt, Bierchen! Nein, ich glaube, das ist irgendwie Dings, Alter. Spezi oder so. Oder sowas, ja, irgendwie sowas, ne? Alter. Du bist ruhig. Cousin, schieß zurück, Schüttelfrost. Der drückt ihn noch am Ende rein! Am Ende noch rein, Bruder! Am Ende noch ein! Aber ey, man muss schon sagen, die Kommentare sind schon zielgespalten, ne? Bei Vito, ne? Mhm. Sind die Kommentare gegen Vito. Ja. Und hier bei dem Video von Sammy sind die Kommentare gegen Sammy. Also die Kommentare sind wirklich einfach gespalten bis zum geht nicht mehr. Das ist krass, Bruder. Okay, schauen wir mal an. Der Majo hat sich dazu auch geäußert. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Und das war auch jetzt hier auf TikTok, wurde mir gerade angezeigt. Euch geht's gut. Ich wollte ein paar Worte loswerden zum Thema Sammy de la Rue. Guck mal, Vito ist ein Künstler von mir und ihr macht die ganze Zeit Witze. Also gerade du reitest auf ein Thema die ganze Zeit herum. Schüttelfrost, wir haben gelacht. Auch gut, Mann, es ist Entertainment, verstehe ich. Habe ich selber jahrelang gemacht. Aber irgendwann ist auch gut. Mach doch mal einen Punkt. Der Junge ist 10 Jahre jünger als du. Was ist dein Ziel dahinter? Willst du, dass der Junge keinen Erfolg mehr hat oder magst du den Jungen nicht? Mach doch mal einen Punkt. Und dann vergleichst du das mit irgendwelchen Kindern aus Bangladesch. Vergleichst du ihn damit. Okay. Erstens sind wir keine Kinder. Also, es gibt hier zwei Punkte, zu denen ich was sagen möchte. Guck mal, zum einen, der Majo sagt, willst du nicht, dass er erfolgreich wird? Selbst wenn ein Sammy nicht wollen würde, dass Vito nicht erfolgreich wird, kann er daran eh nichts auswirken. Genau. Weißt du, was ich meine? Wenn Vito einfach durchzieht, wenn er sein Ding weitermacht und wenn er... Bruder, er ist Rapper. Weißt du, was ich meine? Und zu Rap gehört auch sowas dazu. Stichchen gehört einfach zu Rap dazu. Das gab's schon immer. Weißt du? Und im Endeffekt, der Vito könnte das ja auch gut umwandeln, wenn er musikalisch zum Beispiel den, der Community von Sammy ist Beweis, ein Sammy ist Beweis oder viele Rapper machen es ja auch so, von Hate machen die Hater zu Fans. Oder er zeigt wirklich, dass er so gut ist und Leute sagen, ey, ich feier Vito. Magst du den Jungen nicht? Mach doch mal einen Punkt. Und dann vergleichst du das mit irgendwelchen Kindern aus Bangladesch. Vergleichst ihn damit. Erstens sind wir keine Kinder aus Bangladesch. Und was sind das jetzt irgendwie schlechtere Menschen oder was in deinen Augen? Guck mal, wir sind ein unterdrücktes Volk. Und wir lassen uns nicht wieder unterdrücken.
Deswegen lass das einfach sein. Seh das nicht als Ansage. Aber man muss sagen, Bro, so der Majo, der handelt schon cool. Erwachsen. Erwachsen. Ja, so. So, man muss auch sagen, so, wir wissen ja auch so über Majo so Bescheid, so, ja, er braucht dieses Beef nicht mehr, weißt du? Wofür, Bruder? Wofür? Er hätte ja zum Beispiel auch zurückschießen können und dies und das, wie es viele Rapper hätten es gemacht, um ja. Promo für sich zu machen, weißt du? Aber er geht dahin auf Adam, auf FN, der sagt so, ey, Bro, das hat mir nicht gepasst, so und so, lass hier einen Strich zu machen, fertig. So, wir haben ja auch Majo persönlich kennengelernt, er war immer sehr, sehr korrekt. Sehr respektvoller immer, Mensch, ja. Ja, unnormal, so. Und man muss auch sagen, viele könnten jetzt auch sagen, ey, warum klären die das nicht privat, warum sagt Majo nicht privat irgendwas, so und so. Im Endeffekt, das Thema ist schon in der Öffentlichkeit, also kann es auch in der Öffentlichkeit geklärt werden. Ja, das Ding ist, Majos Intention hier ist jetzt gerade einfach, dass ein Punkt gesetzt ja, wird. Ja, ist auch richtig. Er möchte jetzt gerade das jetzt sagen an Sammy, an den Sammy, und Sammy soll einfach nur einen Punkt machen. Ja, einfach chillen. So, es soll einfach enden, es soll nicht weiter eskalieren, jetzt nicht, dass Vito weitermacht, Sammy weitermacht, weißt du? So. Na, safe. Drücken. Deswegen lass das einfach sein, seh das nicht als Ansage, sondern hör einfach auf damit. In diesem Sinne, peace. Euch geht's gut. Ja, so. Das Ding ist, weißt du, was das Ding ist, weil Sammy ist, ja. Ne? In dem Sammy steckt so ein kleiner Teufel drin. Weißt du, selbst wenn der jetzt sagt, ey, okay, jetzt so zu und fertig, ich weiß so 100%, irgendwann wird dir das vielleicht spätestens bei Icon 6 ausrutschen, wenn irgend so eine kleine Situation kommt, irgendjemand ist krank, oh, hat der auch Schüttelfrost oder so. Der hat so einen kleinen Teufel in sich, ich weiß, wie der ist, Bruder, weißt du? Ja. Yeah. Das ist das Ding an dem. Vito hat noch ein Video gemacht. Ein bisschen Aufmerksamkeit, auch Kinderarbeit in Bangladesch wird nicht so gut bezahlt, ich kann's alles... Was? Hab ich das gar nicht verstanden, Bruder. Das hat den sauer gemacht. Der Spruch hat den sauer gemacht. Weißt du, was wir nicht nachvollziehen können? Hm. So die psychische Sache Guck zwischen... Caption, warte. Sind aufmerksam. Ich bin Tamile. Weißt Ach so. Du? Das ist das, was wir nicht nachvollziehen können. Dieses zwischen Indern, Tamilen, Bangladesch, Pakistan und dies und das. Diese ganze Drumherum, diese Trubel, können wir nicht nachvollziehen. Ja. Weil da ist ja viel politisch passiert und unterdrückt da und Krieg da und dies und das. Weißt ja. du? Deswegen können wir das nicht nachvollziehen, inwiefern denen das trifft. Es gibt ja zum Beispiel auch so... Ja, du steckst nicht in seine Haut. Genau, ist zum Beispiel, das ist ja wie wenn du jetzt über einen Kurden was sagst oder Balkan mit Bosnien, Serbien und Albanien und so oder Kosovo. Ja. Ist immer so, wir können es nicht nachvollziehen, weißt du? Ja. So. So, ich will zu einem anderen Thema was sagen. Ich habe letztes Jahr mit Mohams mitbekommen. Da war ja auch viel mit Mohams und Sammy. Mhm. Bei Mohams ging es so weit, dass der Mohams auf der Straße bedroht wurde. Mhm. Er hat Hausbesuche bekommen. Ja, Mann. Die Leute haben ihm Sachen ans Fenster geworfen. Die Leute haben teilweise seine Eltern bedroht auf der Straße. Mhm. Und das ist aufgrund dessen passiert, was die Community ausgerichtet hat im Internet durch die Ansagen und den Hate von Sammy. Mhm. Und das könnt ihr Mohams gerne fragen. Muss nicht sein. So, ich sag dir ehrlich, wir machen es auch mit Fassé, aber ich würde niemals befürworten, dass wenn ihr ein Fassé seht, dass ihr den angreift, dass ihr den beleidigt oder sonst was oder nein. auch im Internet, schreibt dem nicht, lasst den in Ruhe, Walla Bila, lasst den in Ruhe, der hat sein Fett wegbekommen und gut ist, Walla, im Endeffekt, wir haben uns dazu gemeldet, so. Der hat seine Rechnung bekommen ja. und ist Geschichte. So, aber die ganze Zeit drauf rumreiten und so weiter, es ist sehr, sehr gefährlich, Walla, das Internet ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Mohams hat Sammy seine Mutter beleidigt, nein, das stimmt nicht, Bro. Doch, da war was. Nein. Warte, sag nichts Falsches, da war irgendwas. Der Freund von Mohams hat Sammy's und Sammy und Mohams hat dann drüber gelacht oder so. Er hat gelacht darüber. So, wenn jemand, ich weiß, allgemein ist es richtig, ja. Wenn das jemand machen würde bei uns, ne, und das sagt sein Kollege Safe. Zu uns und der lächelt darüber, ich würde mich genauso von dieser Person Safe. Angegriffen fühlen, wie die darüber lächelt. Safe, aber... Ist so. Safe? Du, Safe. Sag doch, nein, was übertreibst du so? Was für Mutter? Was gehst du auf Mutter? Safe, das macht man 100%. Nicht. Man redet generell nicht darüber, so. Um Gottes Willen. Aber ich meine damit, das macht es ja nochmal schlimmer, wenn du dann sagst, er hat die Mutter beleidigt, weißt du? So. Ja, normal. So. So, aber mitgehangen, mitgefangen ist einfach ja, 100%. So. Wenn er das belächelt, Bruder, dann befürwortet er das. Ja. Und da verstehe ich dann auch, dass Sammy sauer wird. 100%. Hat er, völlig recht. So. Er hat aber sein Fett ja abgegeben, weißt du? So. So, und irgendwann ist ja dann gut und der Sammy ist ja ein bisschen älter und er muss dann auch irgendwo sagen, okay, hier ist gut, Bruder, weißt du? Ja. Also Mobbing ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Guck mal, cool. Leute, ihr habt mitbekommen, der Colin letztes Mal, der Emre letztes Mal. Ich hab mir das Video angeguckt, ich war im Stream, ich hatte vorher ja mit Colin telefoniert, ich hatte
hatte auch Tränen in den Augen. Das hat uns alle so fertig gemacht, Leute. Also ihr wisst gar nicht, was das auslösen kann, dieses ganze Cybermobbing und Internet und so weiter, weil am Ende des Tages sind wir Menschen wie ihr. Wisst ihr, was ich meine? So, und uns geht das auch nah. Wir sind ja keine Roboter, wir alle. So, deswegen. Ja, safe, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall cool so, wenn man in Zukunft vielleicht weniger von diesem Mobbing hätte. Wisst ihr, miteinander ist immer besser gegeneinander. So. Klar, wenn es jemand verdient hat, gib ihm sein Fett weg, schreib ihm seine Rechnung. Er soll seine Konsequenzen dafür tragen, ja, so dass er nie wieder vergisst, was er da gemacht hat, ja, und dass er auch nie wieder sich traut, gegen dich irgendwas zu machen. Genau. Aber dann auch nicht so lang, weil man bekommt es doch mit. Ja. Weißt du, was ich meine? Die Leute zum Beispiel schreiben mir heute noch, guck mal, was ich dem geschrieben habe und so. Ich sag den Leuten, chill, Bruder, das Thema ist vorbei. Fassier, oder was? Ja, lass den in Ruhe. Es ist ein Jahr rum, Bruder, was willst du noch von dir? Walla, lass den Neuanfang, den armen Jungen. Walla. Walla, wir haben 2024, es geht immer noch weiter, Bruder. So. Ja, ich bekomme auch noch Nachrichten. Man sollte sich halt immer mit Respekt behandeln und man sollte dann auch nicht übereinander herziehen, so, weißt du? Und auch, selbst wenn man jetzt nicht Best Friends ist miteinander, sollte man trotzdem einen gewissen Respekt gegenüber anderen. Weil man versucht letztendlich auf derselben Plattform sein Brot zu verdienen für die Familie, weißt du? Und der Kuchen ist groß genug, Bruder. Ja. Voila, der Kuchen ist groß genug. Achso, an der Stelle, Chat, ne? Das war jetzt auch irgendwie kein Aufruf oder so, dass ihr jetzt auch hingehen sollt und irgendwie Sammy schreiben sollt oder bei dem im Stream oder so und so. Ihr wisst, bei uns gibt's nur Liebe, ne? Wir fördern keinen Hass. Nein, Walla, wir haben auch gar kein persönliches Problem mit irgendjemandem. Ich meine nur für den Chat. Weißt du, es gibt immer so den einen oder anderen Chaoten. Ey. Guck mal, der Sammy de la Rue hat mir gerade einen Screenshot geschickt, ne? Wo ihm jemand geschrieben hat auf Instagram, BZ und Emre schießen gerade im Stream gegen dich, Bruder, mit dieser Mohams und Vito-Geschichte. Walla billa, wann habe ich gegen Sammy geschossen? Oder wir? Bruder, ist der Typ, der das schreibt? So Leute, guck mal, wisst ihr, wie die Icon 5 Villa aussah, bevor Icon 5 da war? Wollt ihr das mal wissen? Yo, der. Wollt ihr mal wissen, wie die Icon 5 Villa aussah, bevor wir da waren? Guck mal, das war die Icon 5 Villa in Malaga. Das ist wirklich die Villa, ne? Guck mal, ja, wie sieht krass. Man ja auch. Guck mal, wie krass. Ja, eigentlich sehr, sehr schön auch. Hier oben saß die Jury bei den ersten Auftritten. Hier waren die ersten Auftritte quasi, ne? Hier ist die Einfahrt. Hier haben wir den Pool, ne? Hier zum Beispiel, hier waren eine der letzten Auftritte. Boah, Bruder, wie schön das aussieht, ne? Das war die Küche. Wie sauber! Wie sauber! Ich schwör auf alles, guck mal. Was? Die Theke war grau? Walla, als ich die gesehen habe, die war braun mit Tabak, mit Ameisen. Nutella. Ah, Bruder! Tschüss, Digga! Das war unser Zimmer. Boah, Bruder, oh, wie clean das aussieht, ne? Ja. Was? Wer hatte diesen? Hä? Das ist fake. Diese Toilette gab's da nicht. Das habe ich noch nie da gesehen. Ah, Bruder, dieses, Das ist fake. Wenn du DLC kaufst, Bruder. Das war der abgeschlossene Raum wahrscheinlich. Nein, Bruder. Nein, Bruder. Das ist, wenn du nochmal extra Geld bekommen hast, da hast du ein extra Zimmer bekommen, weißt du? Das war der Raum von... Ja, echt stimmt. Ja, was war? Stimmt. Mein verfolgter Griner! Das war sein Zimmer. Das war von McDoob. Da war... Von Künstlern? Da war Kennern und so. Wisst Billy, ihr noch? Kali war auch. Hier saß ich mit Kennern. Feuer! Er hat mir seinen Text... Ja, genau, Feuer! Genau. Wo? Das war dieses Bett. Walla, ich hab drunter geschrieben, so wird die Villa nie wieder aussehen. 100% nicht. Bruder, die Villa in Amunako, du. Ja, ja, ja. Asenassichter. Ja, ja, ja. Diese Villa ist RIP, Bruder. Tot. Vorbei, ja. Meinst du, der hat noch Besucher? Ja, nein, es ist so Spaß, was ihr seid. Meinst du, der hat noch Besucher? So. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Öffne mal Link aus Discord, passt zum Thema, ja, warte. Ja, was soll das aber sein, Ivo? Oh! Nein! Nein! Guck mal, die Klicks! 4,5 Millionen! Das ist die Villa, wo wir waren! 4,5 Millionen Aufrufe. Zeig mal. Warte mal, ich will wissen, wer das ist. 1,3, 1,8. Abo! Walla, das ist original die Villa! Das ist original die Icon 5 Villa! Hier ist die Zufahrt. Übrigens, hier unten hat jemand gewohnt. Ich glaube, ne? Das war der Besitzer, ne? Hier unten hat der Besitzer gewohnt von der Villa. Und wir haben hier oben die Auftritte gemacht, ne? Und die haben hier oben immer gechillt. Und wisst ihr, wo der ganze Müll gelandet ist?
hier unten beim Besitzer. Genau. Einfach runtergeworfen. Ey, warte, guck mal auf das Datum. 16.06.2023. Das heißt, der war ein paar Monate vor uns da. Ja, yeah. Ein Monat. Voila, krass. Heftig. Yo! Ey, wie krass ist das denn gerade, Digga? Voila, die haben einfach die komplette Villa fürs Video genutzt. Voila, wie krass. Weißt du, was wir machen, um Copyright zu entgehen? Wir verschnellern das Ganze einfach. Er hat einfach eine Hauptszene die Villa genommen, eine Hauptszene wahrscheinlich Malaga City und vielleicht safe irgendwie Strand oder eine Autobahn oder so wegen RSV. Ivo, wie hast du das gefunden? Jetzt mal ehrlich, Ivo, wie hast du das gefunden, Dicker? Oh, stell dir mal vor, der Künstler gibt so die Villa ein und dann kommen so Referenzen. Und dann sehen die so IQ5-Vlogs und dann sehen die so er jetzt oder andere Künstler, wie die Villa auseinandergenommen wurde und einfach keiner geht der mal hin. Stell dir mal vor, Bruder. Hab so random gefunden, wie krass! Walla krass. Anik, Bruder! Oh. Aber der hat auch geile Szenen da gehabt, Bruder, muss man sagen. Der ist ein Pferd, Bruder, der hatte. Boah, Walla, der hat geile Szenen, Bruder. Warum ist uns das nicht eingefallen? Der hatte starke Szenen, Bruder, muss man ihm lassen. Ey, das mit dem Pferd wäre Endgegner gewesen in einem Musikvideo. Aber dann hätte das jeder gewollt. Walla, 17 Pferde hätten wir dann holen müssen, haben wir da rein. Ja. Ich schwör auf alles. Das ist der Stuhl von Lippenlesen. Ich schwör auf alles, das ist der Stuhl von Lippenlesen. Walla, wir saßen laut drauf. Auf diesem Stuhl saßen wir auch. Icon 5, Junge. Und der hat 4,5 Millionen Klicks. Icon 5. Icon 5. Nein, warte, er sitzt auf unserem Stuhl. Ah, chill mal jetzt, chill mal jetzt. Chillt mal jetzt. Chill mal jetzt. Es ist so krass, Bruder. Ey, Walla, wie krass. Es ist so krass, Bruder. Wow, Bruder, ja. Walla, crazy. Was ein Zufall aber, Bruder, ne? Ja, Walla, hier sind noch sehr... Was als... Nein, laber nicht. Da waren wir auch. Da ist die Lost Place. Das ist die Szene, wo wir draußen gedreht haben von Coca Shem und so. Benno Bandit. Walla, wie krass! Einfach 1:1 dieselben Szenen. Walla, geil! Ey, wie krass! Wie sauber der Pool da noch war, ich schwör's dir! Ja. Bruder, bei uns, ne, wir haben uns geekelt, da reinzugehen, Digga. Ich schwöre, der war so ekelhaft. Der eine steht da, pisst da von oben rein, Digga. Der andere macht Feuerlöscher rein. Der andere, nachts du guckst, der kackt da rein, Digga. Und die haben wahrscheinlich die Villa für einen Tag genommen. Ja. Ne? Ja, und ja, die Villa für einen Tag ist nicht so teuer. Und dann waren die fort und dann dachten die sich, ah nee, Bruder, der Puta Madre hat uns verarscht, Bruder. Wir sind hier in einer Villa, wo ich nur draußen drehen kann. Wir müssen jetzt schnell was anderes finden. Dann waren die da in der Nähe. Guck mal, da oben ist ein Berg. Und dann haben die noch diese Fahrt zum Berg gefilmt. Ja, aber was für ein Zufall, Dicker. Walla, krass. Ich schwör auf alles, was für ein Zufall einfach. Geil, Bruder, ja? Feier ich. Komm, der Bruder hat noch ein Remix gerade hochgeladen. Walla? Ja, Walla, komm, lass mal abchecken. Ey, ich bin gespannt, das geht sogar eine Minute. BZ featuring Desano. Also er, okay, immer mehr. Okay. Okay, let's go. Der hat gute Beats. Wir wollen immer mehr, wann komm ich an das Ziel? Beschrieben wird der Tod, heute hängen wir in die... Ey, Bruder! Bruder, das war von Anfang an ein Promo-Move. Er wollte erstmäßig so... Erste Video, dann kommt zweite Video. Und jetzt macht er einfach seinen Rap-Part rein. Hat der mich einfach zum Feature gemacht? Ah, nee. Hat der mich einfach zum Feature Walla, gemacht? Walla, er hat Marketing wirklich durchgespielt, ja? Hättest du direkt dein Album promoted hier? Walla, krass. Am Ende kommt noch so diese. Out oh, no, auf Spotify. Am Ende kommt nur so ein Satz von mir so. So ein Adlib. So Intro, so hallo, oder? Nur so ein Adlib, so yeah. Wir machen viele Sünden, darauf kommt keiner klar. Bulle ist am Klopfen wegen T-Shirt. Baby, ist mir egal. Packe neue Ladung, ja, wir leben illegal. Ich schalte auf mit Kopf, die Stimmen werden lauter. Bin am Fallen, weil ich mir gerade eingebaut habe. Ja, Gott! Da kommst du! Komm jetzt nach der Hook, komm.
Komm, 15 Sekunden habe ich noch. Wie bla bla? Wie? Unser Namen hast du beschmutzt! Ausgenutzt hast du uns! Bespuckt! Für nichts! Wofür war es das wert? Für nichts! BZ featuring Desano. Und ich hab zweimal bla bla gesagt. Bla bla. Das war mein Part auf deinem Song, ja? Und dann, als wenn es nicht genug wäre, schreibst du auch noch BZ featuring Desano. Und dann machst du mich noch zum Feature und lässt mich da nur zwei Adlibs machen. Du musst das gut machen, ne, Desano? Sujuk Feinschmecker, das musst du gut machen. Da muss jetzt ein ordentlicher Remix kommen. Ich brauche einen Hit, Digi. Morgen muss da ein Hit kommen. Genau. Da muss morgen ein Hit kommen. Spotify-reif. Modus genau. Mio. Genau. Ist ja unglaublich hier, ey. Alter. Alter. Ja. Also ich poste kurz. Ich komme immer noch nicht da drauf, klar. Einfach bla bla.